Oh, eine Riesengeige. Nein, ich glaub, das ist normalerweise Cello. Wird man. Ja, was ist es? Ein Cello. Ein Cello, ja, natürlich, Entschuldigung, genau. Das wie zu Ihnen gekommen ist? Das ist, gehörte meinem Vater, der hat da drauf gespielt und hat es von seinen Eltern bekommen. Okay. Hat Ihr Vater im Orchester gespielt oder hat er? Mein Vater war Organist und Cellist und er hatte alles sehr viele Dinge mit Instrumenten. Mhm. Haben Sie ihn noch spielen gehört? Ja. Und das hat einen Klang, der ist fantastisch. Ach, das ist ja wunderbar. Ein richtig voller, warmer Klang ist das. Aber im Moment gespielt wird es leider nicht. Es hat bis 16 gespielt jetzt. Da hatte ich es vermietet oder verliehen. Und dann habe ich es anschließend restaurieren lassen. Mhm. Und jetzt tut es mir leid, dass es nicht gespielt wird. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Können Sie zurückverfolgen, wann ist es in Ihre Familie gekommen? 1922 ungefähr. 1920. Hat der Reparateur, der Restaurator damals schon was festgestellt und zu Ihnen gesagt? Nein, er hat nur gesagt, das wären alle Teile außer dem Pin, der da unten ist. Der Stachel, ja. Der Stachel. Der ist erneuert worden, das andere nicht. Das ist alles im Originalzustand. Ja, das würde uns jetzt natürlich schon mal interessieren, das genauer anzuschauen. Und vielleicht kannst du uns den Geigenzettel auch zeigen. Schauen wir mal, ob überhaupt ein Zettel drin ist, oh, dem Instrument. Gottlob Höhne, 1861, glaube ich. Gottlob Höhne, 1861. Ach, okay. Ja, das ist eine wohlbekannte Familie. Diese Familie kannte schon Lütgendorf und er schreibt auch über diese Familie. Und Gottlob Höhne war eben im Umkreis des Hofes und der Stadtgesellschaft dann tätig und hat dort seine Aufträge und seine Kunden auch gefunden. In dieser Zeit hatte das Violoncello wahrscheinlich schon einen Stachel, wahrscheinlich keinen eisernen und wahrscheinlich auch keinen so langen, aber es hatte schon einen. Der wäre ja hässlich. Und das ist also in dieser Entstehungszeit hat sich also der Stachel gerade etabliert, sowohl in der Orchester- als auch in der Kammermusik. Und das Violoncello geht also dann langsam in die heute gebräuchliche Spielhaltung über, die oft mehr an Sportwagen erinnert als an Streichinstrumentenspiel. Aber das ist vielleicht alles nur eine Frage der Gewohnheit. Genau, diese Celli werden heute sehr flach gespielt mit diesem langen Stahlstachel. Also richtig aerodynamisch, dass der Klang dann möglichst schnell rausgeht. In der Barockzeit oder dann auch im frühen 19. Jahrhundert wurden sie sehr viel steiler gehalten. Mit kurzem Holzstachel, nicht mit diesem langen Stahlstachel. Wenn wir das noch ein bisschen genauer anschauen, zum Beispiel oben an der Schnecke sieht man auch da, dass die handwerklich ordentlich gearbeitet ist. Es ist also kein Serienprodukt, sondern eine solide Handwerkstechnik, die man da erkennen kann. Mutmaßlich hat dieses Violoncello auch heute noch den ersten Hals und die ursprüngliche Konstruktion. Also ich gehe davon aus, dass es noch gar nicht umgebaut wurde. Man sieht auch keinen Anschäfter hier zum Beispiel, ja. Und offensichtlich hatte das Instrument dann auch keine gravierenden Schäden oder Unfälle, sodass es auch nie im großen Stil umgebaut oder erneuert werden musste. Also ein wirklich schönes Zeugnis des regionalen Instrumentenbaus hier in Thüringen. Wenn man heute neue Celli kauft, dann zahlt man da unter Umständen 6.000, 7.000, 8.000 Euro für. Und ich würde mal sagen, 5.000 Euro kann man für so ein Instrument sicherlich ansetzen, wenn Sie es je verkaufen wollten. Aber gespielt werden sollte es werden. Und das ist das, was mich im Moment belastet. Wenden Sie sich mal an eine Musikschule, ob die wirklich guten Schüler haben irgendwo oder vielleicht sogar eine Musikhochschule, wo sich jemand ein teures Instrument nicht leisten kann und dann froh ist, wenn er das dann geliehen bekommt. Ja, das wäre eine gute Lösung. Vielen Dank, dass Sie es uns gebracht haben. Wir bedanken uns alles Gute. Vielen Dank.